So, erstes Bienennetz, sage ich schon. Bienennest geschafft. So. Kann ich hier erstmal vorsichtig lang? Geht das? Geht's nicht weiter. Aber hier kam, wäre ich hochgekommen, okay. Ah Gott. Fuku. Okay, kurz warten. Kommen wir hier hin? Ist gerade, wo muss ich denn dann hin? Also das Versteck selber habe ich jetzt noch nicht gefunden, ne? Nee, sonst ist ja nichts. Verrückt. Gott. Schlüssel zum Lagerhaus. Das Lagerhaus muss verschlossen bleiben, und der Zugang ist beschränkt. Wer unbedingt rein muss, kann sich den Schlüssel im Werkstattzelt holen. Aber klärt das bitte vorher mit dem Täufer. Wir können uns bezüglich des Witwenmachers keine Nachlässigkeiten erlauben. Ist das denn dort? Ich weiß es nicht. Also hier haben wir auf jeden Fall den Witwenmacher. Eigentlich haben wir hier ein Prepper-Versteck. Sachen, die hochkommen, auf, wenn du hier, wo du hintrittst. Also eigentlich ist das hier. Das ist noch ein Bienennest. Warte mal. Ah, warte. Irgendwie muss ich da hoch. Was? Welches? Welches? Das, was ich heute neu gekauft habe? Oh, danke, Hase, dass ich da morgen nicht zum Frühstück habe. Ja, dann sag das doch nicht.
Das weiß ich noch nicht. Eigentlich deins. Deins. Dann etwas anderes, was auch 4 Stunden dauert. Wiener Gulasch. Ich kapiere es nicht. Hä? Ich bin gerade etwas überfordert. Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Da geht's nur rüber. Hä, wie war das denn? Oh, scheiße. Ach so, ah, fuck, ich habe die Kamera wieder vergessen. Wie komme ich denn da drüben rein? So schon mal nicht. Da kann ich aber auch nicht hochspringen. Ich komme da zwar rein, aber ich weiß halt nicht, wie ich da weiterkomme. Und hier ist sonst auch nichts mehr. Ich habe ein paar Sachen, die du... Aber pass beim Hochkommen auf, wo du hintrittst. Ich habe viele kleine Freunde, die nicht gestört werden wollen. LP Wurstbrot, vielen, vielen Dank für deinen Host. Ganz nach unten in dem Haus. Ja, war ich ja schon. Da ist ja nichts weiter. Da war der Safe, aber das war's. Also hier ist ja sonst nichts. Warte. Oh Gott, danke. Ach du Scheiße.
Fuck, ich wusste was ich. Ja. Manchmal kann es so einfach sein, ne? Manchmal kann es so einfach sein. So, wie viele Punkte haben wir jetzt? 8. Das heißt, wir können auf jeden Fall was Neues machen. Was bist du? Dschungelkönig. Weniger Schaden durch Tiere. Okay. Gesundheitsboost. Ich hätte gern Gegenstände im Inventar darunter. Dritte Waffe, danke. Das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich werde hier nie wieder fahren, aber ne, ich könnte. Hallo Jessie. Ja, lol. Oh mein Gott, ein Heli. Wie soll ich denn mit dem Heli umgehen, bitteschön? Nein, ich habe gerade versucht, ich will die Hupe haben. Ich will doch nur die verkackte Hupe haben. Oh no! Jesse, welche Band würdest du gerne mal live sehen? Auch wenn es die Band eigentlich so gar nicht mehr gibt. F ist Hupe. Ja, lass mich doch in Ruhe. Gott, Junge. Stell dich mal nicht so an. So einfach alles in die Luft jagen. Mal. Oh, Kühe. Wow. Kühe. Fuck.
shit, was mache ich denn jetzt? Lol, genau. So ein fetter Truck und ich schub's den einfach alleine rum. Tenacious? Ohne zu überlegen. Ist die einzige. Okay. Kenne ich gar nicht. Ist hier schön? Ist das schlimm, wenn man. Die Band von Jack Black. Ah, okay. Ja, dann kenne ich die. Ich lese es gar nicht erst, ne? Ist bestimmt irgendwas Gemeines. Fahre ich hier überhaupt richtig? Nein. Kann nicht wahr. So schlimm fahre ich gar nicht. Nein, so schlimm fahre ich nicht. Ich höre dich gar nicht. Ich höre das wirklich nicht. Ich höre dich nicht. Mich gerade verarschen? Heilige Scheiße, was sehe ich da? Muss schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirkliche Erinnerungen. Ich und Jesse sei nicht so gemein. Wenn er nach Hause kam und winkte ihm von weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Das ist schön. Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen. In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Hm. Alles klar? Danke nochmal, Deputy. Katzi. Ist auch nicht nett. So, eine Sache ist da vorne jetzt noch mit Father Jerome. Ja, nix. Alles gut. Andere führen den Kampf für uns fort. Jesus Christ, Superstar. Ich kann endlich wieder nach Hause. Eden's Gate wird es weiter versuchen und wir werden weiter kämpfen. Ich brauche wieder deine das Hilfe. Das war beabsichtigt. Wenn John Seed aus dem Spiel ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis seine Anhänger ins Wanken geraten. Die das Leute war nur eine Frage der Zeit. Haben mir von einem Überläufer erzählt. Er hat Zuflucht beim Widerstand im aber wieder umgeschmissen. Gefunden. Aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Niemand weiß, wann der Herr die Last der Verwundeten von meinen Schultern nimmt. Geh zum Silver Lake Trailer Park und sieh nach, ob der junge Mann wohlauf ist. Wir müssen verzeihen können. Sonst sind wir kein Deut besser als die Sekte. Das ist ein Konvoi. Das würde ich halt gerne nochmal machen. Einmal das befreien. Ich möchte eigentlich nur die Sachen befreien. Jetzt so hier diese ganzen Sachen, womit man eigentlich die Punkte sammelt und so, das lasse ich mal außen vor. Aber ich möchte wenigstens die Karte einmal fertig haben. Und